Das muss George sein. Hey, bist du George? Sehr groß ist er aber nicht. Er muss es sein. Wir suchen jetzt schon seit einer Stunde. Vielleicht ist sein Schwanz groß. Gute Idee, Tochter. Verarsch uns nicht, Big Dick George. Zeig uns sofort den Weg. Los, zeig ihn uns, zeig ihn uns. Hey, Kameramann, das ist eine Fernsehshow und nicht irgendein Hörspiel. Wer saß? Ich werde nie müde, das zu sagen. Wäre ich nicht dein Dad, dann würde ich mich totlachen. Zur Fortsetzung des Rennens muss Justin dieses Puzzle lösen, mit verbundenen Augen. Ach, das regle ich gütlich. Oder sollte ich eher göttlich sagen? Sicher doch, Schätzchen. Ob ihr es glaubt oder nicht, er war immer so. Arroganter kleiner Scheißer. Oh, Saphire. Tja, das war nicht. Also, dann bis morgen. Ist bestimmt eine Escape Room Challenge. Und eine Ess-Challenge? Das ist das Finale. Wir futtern diesen Schleim und aus dieser Hütte wird ein Heißluftballon. Was für eine tolle Massage. Du hast ziemlich viel geweint da drin. Zenith sagt, das passiert ständig. Bei Jungs mit zu viel Testosteron. Aha. Dann geht's jetzt weiter? Aber klar. Fahren wir mit dem Zug? Ist ein Taxi besser? Schwere Entscheidung. Oder doch lieber zu Fuß? Wollen wir uns, da wir schon im Park sind? Herrlich. Kurz setzen. Und wollen wir was knabbern? Wein macht nämlich total hungrig. Wow, das kannst du voll vergessen. Ich bin absolut kein Stricher für die Besenkammer. Was? Ich bin ein fröhlicher Partyboy und knabbere die Möhre gleich hier. Komm, zieh einfach dein schmuckes Hemdchen aus der Hose und verdeck damit mein Gesicht. Oh, ein Song! When the sound sings strange, Johnny, in your neighborhood. Du musst ihm, who you gonna call, kann ein Wichsen, Bastards! Das ist bestimmt der Abschluss der Challenge. Gleich stoßen wir auf den Heißluftballon. Zwei Löcher, zwei Ballons? Dummerchen, eins ist für den Kopf. Heb weiter die Löcher aus. Diese zwei rechteckigen, menschengroßen Löcher. Diese Gräber. Das gehört nicht zur Show, oder? Nein, wir sind offenbar Gefangene in einem Rebellencamp. Hey, Kameramann, wusstest du das? Dad, was sollen wir jetzt tun? Alles okay. Ich habe viel Erfahrung mit solchen Situationen. Als erstes stellen wir fest, was sie wollen. Und dann versuchen wir, ihnen zu helfen, es zu bekommen. Ich will nur, dass du leidest, Dum-Dum. Also kannst du mir helfen, indem du leidest. Willkommen to the jungle, baby. You're gonna die. Rocket some fun.